Hey Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Iontor. Im letzten Part, beziehungsweise in der letzten Session haben wir ziemlich viel Aufträge gemacht. Ja, ziemlich viele Aufträge. Und das müssen wir heute weitermachen, also ran ans Werk. Ich habe mir theoretisch gesehen seit der letzten Aufnahmesession eigentlich nur so eine 5-Minuten Pause gegönnt. Aber die dürfte eigentlich reichen, um ein bisschen besser klarzukommen. So, Gumberto, sucht eine Freundin, das ist schön. Ich lebe allein auf der Isla Corsaria und es fehlt mir an nichts, außer ich hätte gerne eine Freundin. Komm in die Höhle, dann erkläre ich dir die Details. Du triffst mich dort jederzeit im Lagerraum an. Mhm. Wo ist denn dein Lagerraum gewesen? Ups. Der Schluckauf kehrt zurück. Halt mal kurz, Isla Corsaria kam ich ja mit so einer coolen Röhre hin. Na, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen, ne? So, links war Bad Glimmerich und dann müssen wir hier rein. So, in die Höhle im Lagerraum. Mhm. Keine Ahnung, wo das genau war. Aber soll mich nicht stören, ich gehe einfach mal hier lang. Weil man könnte jetzt auch zur anderen Seite zur Höhle gehen, aber ich werde einfach mal durch diesen Hintereingang, den wir da freigelegt haben, da werde ich einfach mal lang gehen. Das müsste meines Erachtens nach sogar noch ein bisschen schneller gehen. Je nachdem, wo dieser Lagerraum ist, den muss ich halt erst finden. Ich sollte mir einen Wakas Kick mitnehmen, wo ich schon mal hier bin. Hey du! Ah, schlag mich nicht! Wakas Kick kickt wirklich. 25 KP und BP, ja. Wayne Train. Nöt. So, wo ist denn hier ein Lagerraum? Also hier war keiner. Nein, warum? Gibt's hier noch irgendwas? Komme ich da auf das Holzbrett? Ich probiere es mal aus. Das interessiert mich jetzt gerade. Das will ich sehen. Ah, fast. Ja, Wayne, egal, dahinter kann ich sowieso nichts mehr machen. Also lohnt es sich auch nicht, auf dem Holzbrett zu stehen. Tschüss, wir sind weg und müssen den anderen Eingang benutzen. Ist das nervig. Gut, raus hier. Halt mal. Ist euch aufgefallen, dass die Architektur dieses Teils gar nicht stimmen kann? Waka, ich bin Waka. Prima Wetter heute, findest du nicht auch? Morgen und übermorgen wird das Wetter bestimmt auch wieder prima. Oh, cool, man kann sich noch mehr davon mitnehmen. Nice. Also irgendwie passt das trotzdem mit der Architektur nicht. Weil wir haben hier das Loch und theoretisch gesehen war auf der linken Seite von diesem Loch in der Höhle ja, war so ein Riesenschiff. Das bedeutet, das Schiff müsste hier sein. Hier mega weit im Hintergrund. Aber das kann gar nicht stimmen, weil hier gar keine Riesenhöhle mehr ist. Außer die Höhle geht da weiter und das sieht einfach nur so aus, als ob da nichts mehr wäre. Ach, Wayne, wen interessiert's? Im Lagerraum. Wo könnte denn da ein Lagerraum sein? Wenn ich das mal wüsste. Aber das Gute ist, dass ich schon mal hier bin, dann kann ich gleich schon mal eine Kokosnuss mitnehmen oder zwei. Nein, ja, gut, du lässt mich in Ruhe. Warum bin ich jetzt hier drauf gestiegen? So, hier rüber und darüber. Bist du jetzt gerade von unten auf mich draufgesprungen, du Arsch? Wie hab ich denn jetzt den Erstangriff gekriegt? Ich dachte, er hätte den Erstangriff. Dann ist mir gerade aufgefallen, dass Fuzis gar keinen Erstangriff kriegen können. Na gut, springen wir erstmal auf dich. So, du bist auch weg. Ein Sternpunkt für uns. Yay. Wir kommen unserem Level-Up immer näher.
Na 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 Hier rüber und dann hier runter. Dann haben wir da Kokosnüsse. Ich nehme einfach mal beide mit. Ich hoffe, dass ich die beide mitnehmen kann. Ah, okay. Ja, kann ich. Gut. Beide Kokosnüsse gehören ab jetzt mir. Ich weiß nämlich nicht, wofür man die alles braucht. Und es ist immer ganz praktisch, wenn ich durch die Aufträge eh schon mal hier hin muss. Dann kann ich die nämlich nachher alle bei diesem Tort einlagern. Und dann ist das alles gar kein Problem. Ich glaube, den Hotdog braucht man nicht zur Weiterverwendung. Ach, Yoshi, das war ja hier, du warst ja zu klein, ne, für alles hier. Kurz gucken, ob ich irgendwas verbraucht. Nö. Gut, auf jeden Fall nicht so viel, als dass ich es nicht wieder reinholen könnte. So. Nein. Nicht schon wieder. Diesmal passiert es mir nicht. Haha, bin ich nämlich im zweiten ausgewichen. Uhu, awesome. Wie willst du denn auch in diesem abgelegenen Ort hier eine Freundin finden? Das stelle ich mir ziemlich schwierig vor. Ach, habe ich den Ice Power rausgelegt? Halleluja. Gut, kein Problem, Yoshi kann dennoch alles fressen. Auch brennende Scheiße. Ich habe Schuhe an, wäre theoretisch kein Problem, auf Flammen drauf zu springen. Yoshi hat im Maul eine Titanlegierung, die es natürlich verhindert, dass er... Ach, ist egal. Ich will darüber gar nicht reden, das deprimiert mich. Wo ist denn hier ein Lagerraum? Oben? Ach so, klar, jetzt weiß ich, wo der Lagerraum ist. Da haben wir den Schlüssel weggeholt. Ach du Scheiße, nicht die schon wieder. Hab ich ja wohl vergessen. Warum sind die Gegner eigentlich wieder da? Ja, die schaffe ich zu kontern, aber die goldenen nicht, ne? Ihr könnt mich alle. Egal, einen Sternpunkt haben wir erstmal sicher. Tada, jetzt wollen wir erstmal die Kanonen fertig machen. So. Weil an denen kommen wir nämlich, glaube ich, so nicht vorbei. Also ginge schon irgendwie, habe ich schon mal gesehen, dass das geht, aber ist ziemlich schwierig und ich glaube, dass ich den Sprung eh verkacken würde, also lassen wir es einfach sein. So, mein Tarncape bringt mir nichts, weil habe ich nicht nötig. Bis dahin ist der Kampf nämlich schon entschieden. Wir bekommen einen weiteren Sternpunkt und uns fehlen noch 10 weitere. Bis zum Level-Up. Tschüss, ich bin dann mal weg. So, jetzt müsste dieser Raum hier kommen, genau. So, hier müssen wir jetzt rüberflattern. Riesenbombe. Ach ja, ich habe immer noch nicht rausgefunden, was hier war. Nein. Da ist ein Parakäfer oder wie die Dinger heißen. So, ich bin dann mal wieder weg. Tschüss. So, hier lang mussten wir, dann hier rüber. Ich frag mich, wo der Typ hier eine Freundin herholen will. So, hier müsste der drin sein. Hier ist der Lagerraum. Jedenfalls glaube ich das. Ja, endlich, hier ist er. Ah, du hast also meinen Auftrag übernommen. Na, danke erstmal. Also ehrlich gesagt, auf dieser einsamen Insel fühle ich mich manchmal alleine. Ach was. Naja, Frauen lernt man hier nun auch nicht kennen. Höchstens mal einen Käfer. Mein Auftrag? Naja, finde ein Mädchen, du weißt schon. Ein Girl. Mein Typ, jünger als ich, zierlich, hübsch sollte sie sein. Ein hübsches Goomba-Girl, das wäre super, das schaffst du doch, oder? Das kriege ich hin, hab sogar eins dabei. Ah, da bist du ja, und meine neue Freundin? Ah, das ist sie, was für eine Schönheit, und dieser Pferdeschwanz. Wirklich perfekt, genau das, was ich wollte, also frisch ans Werk. Zeit für meine Liebeserklärung. Ach du Scheiße, jetzt wird's peinlich. Also, glaubst du eigentlich an Liebe auf den ersten Blick? Also ich glaube jedenfalls, dass das öfter vorkommt. Was soll denn das? Wenn du was zu sagen hast, dann sag's ganz einfach. Ich liebe dich. Ich glaube, wir sind füreinander bestimmt. Bitte bleib bei mir. Also, weißt du... Ich bin nämlich schon mit Mario zusammen. Das musst du... Entschuldige. Was? Die hat ja schon einen Freund. Ah, naja, schon gut.
Adieu. Na, irgendwie fühle ich mich schuldig. Ja, ich habe dich doch in eine missliche Lage gebracht, Madame. Aber dann, Mario, vielleicht sollten wir das hier nehmen als Honorar. Paar Mal. KP-Erholung. Nur der Hintenstehende kann es benutzen. Also, lass uns gehen. Ah. Wie traurig. Irgendwie tut mir das leid für den. Aber irgendwie, ja gut. Was ein Glück, dass wir nicht tausendmal hin und her laufen mussten. Also theoretisch ist es mir ganz recht, dass wir hier das so schnell abfrühstücken konnten. Ich hab keinen Bock auf Bomben. Tschüss. Nee, auf dich habe ich auch keine Lust. Ach, Gumbrina, es ist jetzt nicht Zeit zum Baden. Das kannst du wann anders machen. So, oh nein, nicht schon wieder. Ah, lass mich in Ruhe. So, Razor, bitte mal. Mal wieder rüber. So, und hier rüber und da. Und jetzt können wir uns hier die ganze Zeit auf Yoshi schwingen, weil ich glaube, die Bomben sind jetzt immer noch weg, die Kanonen hier. Feuer müsste hier jetzt gleich noch irgendwo rumlungern. Ich glaube, in diesem Raum, der jetzt kommt. Ach ja, super. Renn doch schnurstracks rein. Nix Problem. Boah, das war aber knapp, du. Naja, Hauptsache, wir haben es geschafft, ne? Ach, hier ist er schon wieder. Waha. Ui. Ach man, ich komme über den Typen immer noch nicht hinweg. Ich meine, was macht er in diesem Raum? Wenn er eine Frau kennenlernen will, soll er doch irgendwie... Weiß ich nicht. Ich meine, das Internet gab's hier jetzt noch nicht, sonst würde ich sagen, geh in irgendein Chatportal oder so und such dir da irgendwas, aber das scheint ja nicht ganz zu funktionieren auf dieser Insel hier. Ich glaube nicht, dass sie WLAN haben. Ja, bisschen doof. Und sonst sollte er sich einfach irgendwo umschauen. Ich meine, auf so einer verlassenen Insel wird man auch nicht allzu viele Frauen kennenlernen, nehme ich an. Du solltest unbedingt mal in die Rohlinger Diskothek gehen. Mr. Beans Disco. Da geht bestimmt voll die Party. Ha, du bist so dämlich, springt er da runter und kommt nicht mehr klar. Na, was hab ich getan? Aha. Hey, das war gut. Das war gar nicht mal so schlecht, wie ich dachte. Dank der Röhre, glaube ich, ist jetzt hier auch, ja, ist dieser Gegner-Spawn verschwunden. Also die Gegner sind nicht mehr da, diese komischen Fussis, die Grünen, die hier waren. So. Ach ja, aber lustig finde ich es dennoch. Gumbrina, die Herzensbrecherin. Aber wir sind mit Gumbrina zusammen, sagte sie. Das kann irgendwie nicht ganz stimmen, das wüsste ich. Naja, ich kann mir schon vorstellen, dass sie einfach nur keinen Bock auf den Typen hatte. Weil ich meine, diese Liebe auf den ersten Blick, scheiß, geht mal voll nicht. Vor allem andere Leute für einen selbst Freundinnen suchen zu lassen, geht schon mal überhaupt gar nicht. Also, es ist wirklich zum Heulen. Aber gut, ich denke, er hat seine Lektion jetzt gelernt. Hoffe ich einfach mal für ihn. Dennoch, wir müssen weitermachen. Ich weiß nicht, wie viele Aufträge noch kommen dürften, aber noch einige sein. Oh, sind gar nicht mehr viele. Läuft, dann ging das ja schneller, als ich dachte. Das finde ich ja cool. Romanzo, was geht? Dies ist ein Suchauftrag. Der gesuchte Gegenstand ist sehr heikel. Ich erkläre dir das unter vier Augen. Du findest mich im Rohlinger Viertel Westend. Du möchtest ihn also den Autor von Romanz übernehmen, jupp. Gib dir Mühe. Das werde ich tun. Und einer von denen ist auch noch einer der Duellkerker-Aufträge. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher früher war. Also dieser Suche-Papa dürfte relativ schnell gehen. Soweit ich weiß. Also der von dem einen. Das müsste Ebene 16 bis 18, 16 bis 20 irgendwo müsste der sein. Dann kommt man halt da wieder raus. Und dann werde ich nach Ebene 20 abbrechen, den Cut setzen und dann... Wo ist er denn? Vielleicht hier? Ach, hier. Werde ich da einen Cut setzen und ab Ebene... Autsch, 21 geht's dann weiter. Ich bin so froh, dass ein diskreter Mensch wie du meinen Auftrag übernommen hat. Nachdem wir von der Insel zurückgekehrt sind, habe ich meinen Ehering verloren. Palmina darf auf keinen Fall davon erfahren. Such also bitte unauffällig danach. Ich habe ihn erst nach unserer Rückkehr verloren, ist also sicher hier in der Stadt. Wenn Palmina davon erfährt, muss ich wieder 100-mal sagen, dass ich sie liebe. Sei also bitte sehr umsichtig bei deiner Suche. Ich glaube, ich sollte Palmina fragen. Nicht. Die wird Romanzo doch kalt machen. Also hier im Westend ist er, glaube ich, nicht.
Das wäre irgendwie zu lame. Also er muss auf jeden Fall irgendwo hier in Rohling sein, meinte er. Es könnte sein, dass er den am Hafen irgendwo liegen gelassen hat, aber ich gucke mich erstmal hier um. Könnte nämlich auch super sein, dass der hier ist. Aber dahinter denke ich mal nicht, das wäre einfach zu dreist, wenn ich da erst das Ticket lösen müsste. Hier vielleicht. Ne, hier auch nichts gesehen, nix, nein. Nach diskreter Suche werde ich natürlich auch niemanden fragen hier. Ist ja wohl logisch. Also stecken die das Palmina und dann ist Palmina pissig und dann darf er das wieder sagen und ich habe keinen Bock, das zu synchronisieren. Beziehungsweise hatte ich das letzte Mal auch schon nicht, aber das hat mich ja nicht davon abgehalten, den Text zu skippen. Yay! Aber diese Eheringe, ich würde mal eher sagen, Ehearmbänder, so groß wie das bei denen ist, dürfte man eigentlich nur allzu schwer übersehen dürfen. Wo ist er denn? Hier vielleicht? Also hier ist er nicht. Cortez hat ihn bestimmt nicht in seine Schatzsammlung aufgenommen, weil so wertvoll ist ein Ehering nun auch wieder nicht. Du hast bestimmt auch nichts gesehen. Gut, gut, dann lasst uns weitersuchen. Die Frage ist, wo hat sich Romanzo alles rumgetrieben? Haben wir auch gerade schon geguckt, da war ja nichts, genau. Mal hinten gucken, ob hier irgendwas geht. Nöp, hier ist er nicht. Hier vielleicht. Vielleicht bei dir im Haus, du Dieb. Hey, du hast so einen Ehering gesehen? Was willst du? Kommst du hier in mein Versteck rein? Wie gefällt's dir? Schwer zu finden, oder? Perfekte Versteck und so weiter und so fort. Piepapau. Hab ich den nicht geholt? Merkwürdig, oder sind da zwei? Ich meine doch, dass ich den mitgenommen habe. Egal, Wayne. So, wo könnte er noch sein? Er könnte oben sein, auf dem Dach oder irgendwo. Hey, Mr. Beans Bar. Du hast bestimmt auch nichts gesehen. Corsario wurde ja von Rackety gebitch-slapped. Das finde ich ziemlich cool. Nee, hier ist auch keiner. Hier ist auch niemand. Okay. Viel Geld habe ich genug, da ich die Aufträge geben sowieso noch genug Geld ein hinterher. Die bringen noch genug ein, das wollte ich sagen. Von daher mache ich mir da echt wenig Sorgen. So, hier ist auch nichts. Wo könnte er denn sein, der kleine Schlingel? Vielleicht hier unten? Nein, auch nicht. Da, 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 ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Ehering erhalten, yay, sehr schön. Das ist gut. Boah, das ist doch nicht wahr. Ich habe im Ernst alle Insignien des Spiels gefunden. Ich bin ja super. Erona bekommt heute ihr Debüt. Erona bekommt beide Upgrades auf einen Schlag. Das ist doch der Wahnsinn. Rangus Aufwuss. Aufwuss. Ausfluss. Abfluss. Ausguss. Sag irgendwas anderes. Aber dieses Aufwuss nervt mich langsam. Das ist ja unmöglich, dass Erona alle Level-Ups bekommt. Hätte ich nicht mit gerechnet. Überhaupt hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich alle Insignien finde. Aber gut. Dann hätten wir die schon mal zu 100% gefunden. Aufwuss! Das interessiert mich nicht. Überhaupt gar nicht. Jetzt werde ich euch erstmal zeigen, was Erona für Moves kann. Die sind nämlich ultra scheiße. Ich darf mich jetzt entfernen. So, die kann Knutschkuss, warte mal kurz. Technikcheck, so. Küsst Gegner, raubt ihre KP, eigene KP werden aufgeladen. Gut, das ist ein Blattsack, juckt aber nicht. Nebelwand, für eine Weile schlagen gegnerische Attacken eher fehl. Also die kann so einen Blattsack nur für sich selbst und ein Tarncape erzeugen. Das ist Müll. Das ist Riesenmüll. Ja, das mit dem Hurricane funktioniert bei mir sowieso nie. Ja, und Body Slam ist ja eine altbekannte Technik von ihr. Ja, ich werde sie dennoch auswechseln, weil sie für mich immer noch unwichtig ist. Nach wie vor. Na dann, auf geht's, Romanzo sein bringen. Ring bringen. Bring ringen läuft bei uns. Didit, 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 didit.
So. Erstmal hier, hast du irgendwas Neues vielleicht in der Zwischenzeit bekommen? Kriegsspur, Bulaken, Wutbeben, Ultrapilz, 120. Ja, oh, wie teuer. Obwohl, ich weiß nicht, ob das teuer oder billig ist. Ich kaufe nie Ultrapilze ein. Ich finde die entweder oder krieg sie geschenkt. Hey, Romanzo, weißt du, was ich gefunden habe? Dein Ehering. Hier. Mein Ring, danke, Mario. Herzlichen Dank. Hier ist deine Belohnung, bitteschön. Goldkarte, Karte für die Spielhalle, gültig für Rollenrally. In letzter Zeit konnte ich Palmina gar nicht mehr in die Augen schauen. Aber jetzt, ich muss sie unbedingt sehen. Du entschuldigst mich? Tschüss. Palmina! Ich bin auf dem Weg zu dir, mein Schnucki-Putzi. Der Auftrag ist erledigt. Ach ja, Beste. Ihr habt bestimmt schon mal, also wo mir gerade Schnucki-Putzi eingefallen ist, bestimmt schon mal irgendwelche peinlichen Spitznamen für einen Partner gehört, oder? Also... Es gibt einfach so viele lustige Namen. Zum Beispiel Sahneschnäuzchen oder sowas. Weißt du, da kriege ich einfach schon Brechreiz, wenn ich es nur höre. Ja, und wenn ihr irgendwelche lustigen habt, die ich unbedingt kennen sollte, rein in die Kommentare damit. Ich bin echt gespannt. Ich brauche dringend einige Zutaten für meine Gerichte. Und zwar die folgenden drei. Goldblatt, Fuck, Bubu-Ei, Fuck, Mango. Oh, wo kriege ich Mango her? Scheiße, stimmt. Goldblatt weiß ich, Bubu-Ei weiß ich, Mango. Wo kriegen die her? Die haben wir doch auch irgendwo herbekommen. Lass mich eben überlegen. Mango, Mango, Mango. Mango, 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 Mango. Scheiße, wo gibt's denn die? Oh nein. Ja gut, das kriegen wir hin. Ja, ja, das kriegen wir hin, aber das wird mich schon mehr nerven, ey. Wo kriege ich denn jetzt eine Mango her zum Fick?